Diskussion um diese Aktion. Starke Regenfälle in Neuseeland. Das Wasser ist hüfthoch. Der Straßenverkehr ist fast komplett eingestellt. Doch dieser Busfahrer fährt mitten in die Fluten. Eine Augenzeugin filmt die Fahrt durchs Wasser. Hinten im Bus sind einige Passagiere, die die Füße hochnehmen müssen, um nicht nass zu werden. Das Busunternehmen sieht das Ganze nicht so kritisch. Man schaue sich den Vorfall gemeinsam mit dem Fahrer an, sei aber stolz auf seine Mitarbeiter und ihre Leistung in dieser Situation. Tatsächlich wurde ja auch niemand bei der Aktion verletzt. Nur der Bus kam wohl etwas zu Schaden, musste danach ins Depot geschleppt werden. Möglicherweise kannte der Fahrer die Strecke ganz genau und wusste, wie er seine Passagiere in Sicherheit bringen kann, und das auch durchs tiefe Wasser.